Ja, hallo, liebe Studentinnen und Studenten, liebe Freunde. Wir kommen heute zu einem neuen Video, etwas kürzer als sonst, weil es nicht mehr so viele Arten sind, von unseren Wildtieren. Und es ist für dieses Semester zumindest nicht ganz das letzte Video. Wir werden auch noch ein weiteres machen zum Thema Prüfungsvorbereitung und vielleicht auch noch mal zum einen oder anderen Thema. Aber von der Darstellung der einzelnen Tierarten und ihrer Ökologie und Biologie ist das jetzt heute der Abschluss. Und wir haben im Grunde heute zwei Artengruppen noch mal zu besprechen. Das eine will ich nur ganz kurz benennen, dass Sie es mal gehört haben. Das sind die Möwen. Die Möwen sind sicherlich kein Thema nur der Nord- und Ostsee-Anrainerstaaten. Auch im Binnenland gibt es Möwen. Bei uns in Sachsen finden wir gelegentlich gerade auf den Agrarflächen zum Beispiel mal die Lachmöwe. Wir sehen sie hier oben im Bild. Mehr Arten der Küsten sind beispielsweise die Silbermöwen. Ich habe einfach mal hier ein paar Arten nochmal auf die Folie draufgenommen, die für uns in Mitteleuropa relevant sind und über die wir vielleicht mal das eine oder andere auch lesen können. Aber ich möchte das jetzt heute nicht vertiefen. Das ist jetzt kein Thema, was jetzt wirklich auch prüfungsrelevant ist für Sie. Und es ist letztendlich auch immer so ein bisschen randständiges Thema, was in einzelnen Projekten und einzelnen Situationen mal wichtig wird, aber jetzt nicht sozusagen permanent im Vordergrund steht. Interessanter, spannender und auch letztendlich wirklich wichtiger, gerade für forstliche Fragestellungen, sind die Raufußhühner, gelegentlich auch als Waldhühner bezeichnet, wobei Waldhühner natürlich nicht ganz stimmt, weil sie eben nicht alle Arten des Waldes unbedingt sind. Aber viele von ihnen sind Arten des Waldes und wir haben es mit einer Art zu tun, dem Auerhuhn. Das Auerhuhn ist sicherlich eine sehr bekannte Art, eine charismatische Art, eine Symbolart für bestimmte Regionen und eine Art auch, die in der Natur selten geworden ist und die zum Teil große Probleme hat, gerade auch mit menschlichen Wirtschaftsformen. Deshalb sollten wir uns damit ein bisschen länger beschäftigen. Das Auerhuhn ist eine Art, was von der Biologie her in weiten Teilen Eurasiens bis nach der letzten Eiszeit verbreitet war. Es gibt heutzutage ein zusammenhängendes Verbreitungsgebiet, was sich praktisch von Skandinavien bis nach Ostsibirien zieht. Im Süden dann praktisch auch aus den Alpen über die Karpaten bis nach Osteuropa. Allerdings haben wir in Mitteleuropa, im Flachland, in Mittelgebirgen, nur noch sehr kleine Restvorkommen, inselartige Teilpopulationen oder sogar Populationen, die definitiv sich mit anderen nicht mehr austauschen. Die Alpen sind noch relativ gut besiedelt, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen, aber die Flachlandregionen Mitteleuropas und auch die Mittelgebirge, da hat das Auerhuhn zum Teil sehr große Probleme. Zur Biologie des Auerhuhns kann man sagen, zur Fortpflanzungsbiologie zunächst mal, die Tiere sind polygyn, also ein Hahn tritt mehrere Hennen. Es gibt keine feste Partnerbindung. Die Balz findet im April und Mai etwa auf traditionellen Balzplätzen statt. Der Zeitpunkt der Balz ist auch ein bisschen im Gebirge von der Höhenlage abhängig. Es ist so, dass die Hennen praktisch zum Balzplatz kommen und das, was der Hahn dort als Balzverhalten eigentlich zeigt, ist im Grunde ein Revierverhalten, also ein Reviergesang, ein typischer vierteiliger Reviergesang. Das ist ganz interessant, ganz spannend. Das können Sie im Grunde auch mal in Jägerprüfungsbücher, zum Beispiel Blase oder sowas, sehr schön nachlesen, wie das sich genau darstellt. Für die Jägerprüfung ist das auch sehr relevant. Wir haben im Grunde einen Teil dieses Reviergesangs als Baumbalz und einen Teil als Bodenbalz. Das Gelege der Auerhühner kann deutlich schwanken zwischen 5 und 12 Eiern. Die Brutdauer beträgt 4 Wochen lang zwischen April und Juni. Die Küken sind Nestflüchter und die Gesperre werden von der Henne geführt und bleiben bis zum Winter zusammen. Die Ernährungsbiologie des Auerhuhns
ist von pflanzlicher Nahrung überwiegend gekennzeichnet. Es kommen aber auch tierische Nahrungsbestandteile vor. Die tierischen Bestandteile sind vor allen Dingen, das haben wir bei den Hühnervögeln schon gesehen, für die Küken in den ersten Lebenswochen wichtig. Die ersten 3 Wochen brauchen Auerhuhnküken ca. 95% tierische Nahrung. Das sind sehr häufig Waldameisen, daher auch diese enge Bindung von Auerhühnern an das Vorkommen der roten Waldameise. Ansonsten überwiegen insgesamt eher die pflanzlichen Nahrungsbestandteile beim Auerhuhn. Ja, aber ich hatte vorhin gerade gesagt, der Bestand hat einen deutlichen Bestandesrückgang erlebt im 20. Jahrhundert. Das hängt vor allen Dingen mit Lebensraumverlusten zusammen. Das Auerhuhn ist eigentlich ein klassischer Verlierer der intensiven Forstwirtschaft. Auerhühner haben ihre optimalen Lebensräume, gerade im Alpen- oder auch im Mittelgebirgsraum, in Wäldern, in der Zerfallsphase, im Endzustand dieser Wälder. Und je intensiver natürlich die Forstwirtschaft ist, desto mehr werden solche Wälder letztendlich zu doch ganz anders strukturierten Wirtschaftswäldern umgewandelt. Deswegen ist natürlich für das Auerhuhn möglicherweise gerade auch die Chance, die wir in der, aus der Nutzung oder dem aus der Nutzung nehmen von Wäldern haben, ganz interessant. Man wird sehen, ob die Tiere das tatsächlich auch annehmen und ob das auch wirklich zu Vorteilen für die jeweilige Population führt. Es ist insofern nicht uninteressant, als wir beispielsweise im Harz bei den Wiederansiedlungsprojekten dort, da komme ich gleich mal drauf zu sprechen, gesehen haben, dass eben viele Auerhühner, die dort freigesetzt wurden, auch in Lebensräume verstrichen sind, die eigentlich gar nicht so sehr zu diesem klassischen Wald in der Zerfallsphase passten, sondern die sind oftmals dann auch gerade in die Tallagen, in die Buchenwälder verstrichen. Nicht alle, aber einige, sodass man überlegen muss, ob das tatsächlich mit diesem wirklich Wäldern der Zerfallsphase so ausschließlich, so ob es da auch noch andere Faktoren gibt, die eine Rolle spielen. Wir haben im Moment beim Auerhuhn auch relativ große Probleme mit Prädation, sowohl im Rahmen von Wiederansiedlungsprojekten als auch im Rahmen der draußen existierenden Populationen. Fuchs ist ein klassischer Prädator, gerade auch der Jungvögel. Das Schwarzwild tritt zunehmend in Erscheinung, weil das Schwarzwild sich zunehmend in höhere Lagen zieht. Also im Erzgebirge haben wir es im Grunde ja fast schon bis zum Erzgebirgskamm vorhanden, was in der Vergangenheit so eigentlich nicht der Fall war. Auch Greifvögel wie der Habicht sind auf jeden Fall relevante Prädatoren und wir hatten es ja an verschiedenen Stellen uns schon darüber unterhalten. Gerade durch anthropogene Faktoren, durch Kulturlandschaft, wie wir sie nennen, haben einige Prädatoren deutlich zugenommen. Dazu gehört unter anderem der Habicht, dazu gehört das Schwarzwild und dazu gehört letztendlich auch der Fuchs. Das heißt also, die Prädatorendichten sind vermutlich deutlich höher, als sie unter naturnahen oder natürlichen Bedingungen wären. Und dementsprechend ist natürlich auch die Prädationsrate möglicherweise so hoch, dass das Auerhuhn da gar nicht mehr natürlich dran angepasst ist. Eine besondere Rolle spielt das Ganze nochmal bei Ansiedlungsmaßnahmen. Ich hatte gerade den Harz erwähnt, dort gab es also lange Zeit ein Wiederansiedlungsprojekt, was dann leider irgendwann auch eingestellt wurde. Dort hat man mit Gehegezuchten gearbeitet, also Gehegetiere, die praktisch im Gehege erbrütet und dort auch gehalten wurden und dann die Jungtiere im Herbst oder auch zu anderen Jahreszeiten freigesetzt wurden. Da hat man eben sehr deutlich beobachtet, dass eben innerhalb von wenigen Tagen bis Wochen ein Großteil dieser ausgewilderten Tiere von Prädatoren erbeutet wurde. Gerade der Fuchs hat hier eine entscheidende Rolle gespielt, aber auch der Habicht. Also solche Probleme treten auf. Man könnte darüber nachdenken, ob man möglicherweise mit Wildfängen arbeitet oder ob man andere Methoden mit ins Spiel bringt. Also im Moment ist gerade diese Born-to-be-free-Methode in Anführungsstrichen in Mode gekommen, hätte man beinahe gesagt. Man muss gucken, ob die sich tatsächlich bewährt oder ob es da auch andere Methoden gibt, zum Beispiel auch Wildfänge in die
Ansiedlungsmaßnahme mit einzubeziehen. Das alles werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal im Wildtiermanagement im fünften Semester zu Gemüte führen. Ein weiteres Problem ist die Störung im Winter, also Auerhühner, die im Winter auch sehr stark sich in ihrem Stoffwechsel reduzieren, die also wenig bewegen, die sich zum Teil auch mal einschneiden lassen. Wenn diese Tiere durch entweder Jäger, das wäre natürlich ganz fatal, wobei wir eigentlich zu diesen Zeiten mit hohen Schneelagen im Winter nicht mehr unbedingt auch jagen sollten, aber eben auch durch Waldbesucher, gerade die nordischen Wintersportarten, Schneeschuhwandern, Ski, Langlaufski, sind einfach problematisch und noch problematischer wird es, wenn man dann durch die Einstände durchkriecht, also sich von den Loipen entfernt oder von den öffentlichen Wegen. Das führt auch nochmal zu Winterverlusten, die eigentlich vermeidbar sind. Ansonsten eine nachhaltige Nutzung findet in Deutschland derzeit nicht statt, obwohl die Art dem Jagdrecht unterliegt, ist ganzjährig geschont. Das ist jetzt zu diskutieren, ob das sinnvoll ist, zumal ja die, wie gesagt, Rückgangsursachen eigentlich eben nicht die Bejagung in der Vergangenheit waren, zumindest im Wesentlichen nicht. Und im Alpenraum ist es durchaus sehr heterogen, also da gibt es durchaus Länder, Österreich zum Beispiel auch, wo da eine nachhaltige Nutzung stattfindet und zwar nach sehr intensiven Monitoring-Ergebnissen, die man also jedes Jahr oder alle mehreren Jahre erfasst und danach auch dann entsprechende Quoten festsetzt. Das ist eigentlich ein sehr kluges und nachhaltiges System, wo nichts dran auszusetzen wäre. Ja, ein anderes, auch gerade im Erzgebirge, spannendes Raufußhuhn. Raufußhühner, der Begriff kommt übrigens, das haben Sie in der Zoologie wahrscheinlich auch schon erfahren, kommt natürlich von der Befiederung der Beine, die dann sehr weit nach unten reicht im Vergleich zu den anderen Hühnervögeln. Das Birkhuhn ist eine paläarktische Art Europas und Asiens. Es zeigt ein zusammenhängendes Verbreitungsgebiet, was im Grunde auch hier von Skandinavien bis Ostsibirien reicht und welches dann über die Beskiden oder von Südpolen auch ausgehend, Karpaten, praktisch auch hier nach Osteuropa sich hineinzieht. Und auch hier gilt, dass wir in Mitteleuropa eigentlich von einem ehemals, ja zumindest nahezu flächendeckend Vorkommen ausgehend, derzeit nur noch minimale Restbestände haben, vermutlich auch hier definitiv Restpopulationen, die also voneinander getrennt sind, die keine Zuwanderung gegenseitig mehr zeigen. Das ist ja der Begriff, die Definition einer Population, dass im Grunde keinerlei Austausch mehr stattfindet. Eine Ausnahme ist auch hier wieder die Alpen. Hier ist das Birkhuhn durchaus noch in hinreichend großen Beständen vorhanden. Birkhühner zeigen auch keine feste Partnerbindung, ähnlich wie die Auerhühner sind polygyn. Die Balz findet April, Mai auf traditionellen Balzplätzen statt. Es handelt sich dabei um ein ganz interessantes Phänomen, was wir bei einer anderen Tierart schon mal besprochen hatten, ein sogenannter Arena-Balz. Das heißt also, das Birkhuhn braucht Freiflächen, das ist auch der entscheidende Lebensraum oder einer der entscheidenden Lebensraumfaktoren. Es müssen Freiflächen vorhanden sein, auf denen die Birkhähne sich dann einfinden, dort im Grunde kleinste Territorien besetzen, wenn es noch hinreichend viele Birkhähne sind, und oft in diesen kleinsten Territorien balzen. Das Balzritual ist ganz auffällig. Wir werden auch versuchen, hier nochmal ein Video zu verlinken, hier unten. Diese Offenflächen bilden, und daher der Name, letztendlich eine Art Arena. Und die Hennen sitzen im Umfeld auf Bäumen. Das heißt also, diese Freiflächen sollten tunlichst auch von Bäumen oder Wäldern umgeben sein. Dort sitzen dann die Birkhennen. Birkhennen fliegen dann praktisch zu den Balzplätzen, suchen sich einen Hahn aus, durchqueren auch manchmal die Territorien dieser verschiedenen Hähne, die dort balzen, um sich dann den für sie ansprechendsten und aus ihrer Sicht vitalsten und fittesten Hahn letztendlich auch als Partner zu suchen. Birkhühner legen 3 bis 10 Eier in ein einfaches Bodennest. Diese werden dann etwa zwischen 24 und 28 Tage bebrütet. Nach 3 Wochen sind die jungen Birkhühner flügge. Die Ernährungsbiologie ist ähnlich der des Auerhuhns, also im Grunde auch hier mehr
pflanzliche als tierische Kost bei den Alttieren, aber die ersten drei Lebenswochen der Küken sind, da sind die Insektennahrungsanteile sehr wichtig. Beim Bierkuchen können wir zum Management sagen, dass auch hier die Lebensraumverluste die größten Bestandes Einbußen in den letzten Jahrzehnten, also im Wesentlichen im 20. Jahrhundert, mit sich gebracht haben, gerade in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Also bis in die 1950er, 60er Jahre waren noch Birkhöne in sehr, sehr vielen Lebensräumen vorhanden. Ob das nun Lebensräume waren wie Erzgebirge hier, wie Bayerischer Wald, Oberpfälzer Wald, Lüneburger Heide, dort gab es also wirklich noch viele Birkhühner. Letztendlich sind durch Verluste von Mooren, Drainage auch von Mooren, also Trockenlegung, Flurbereinigungsverfahren in den 1960er, 70er Jahren, intensive Forstwirtschaft, solche Lebensräume verloren gegangen im Erzgebirge. Zum Beispiel gab es nochmal einen gewissen Peak an Birkhühnern, also hat der Bestand nochmal kräftig zugenommen in den 1990er Jahren, als dort viele Flächen entwaldet waren durch die Rauchschäden oder die Versauerungsschäden im Wald aus den 1970er, 80er Jahren. Diese Konsequenzen zeigten sich eben bis in die 90er Jahre hinein in vielen Offenflächen, gerade im Erzgebirge. Und dort hat sich dann auch ein recht guter Bestand an Birkhühnern wieder aufgebaut für kurze Zeit. Allerdings hat natürlich das spätere Zuwachsen dieser Flächen oder auch Aufforsten dieser Flächen dann natürlich auch rapide dazu geführt, dass Lebensräume wieder abgenommen haben. Also Managementmaßnahmen wären tatsächlich solche Offenflächen zu schaffen. Ob das jetzt definitiv durch Abholzen von bestehenden Waldflächen, wie es auch gerade im Erzgebirge wieder diskutiert wird, passieren muss, oder ob man da möglicherweise nicht besser auch natürliche oder wie auch immer im Wesentlichen schon natürliche Offenflächen, zum Beispiel durch Windwurf oder eben auch jetzt durch die Käferbefall Situation nutzt und da dann letztendlich was die Birkhühner tut, das muss man diskutieren. Also ich bin auch immer jemand, der eher zurückhaltend ist, mit indem man wirklich jetzt vitale Wälder fällt, um dort jetzt Offenland zu schaffen. Besser wäre es möglicherweise tatsächlich, diese Flächen zu nutzen, die sowieso schon gerade sich öffnen und die gerade entwalden. Aber solche Flächen kann man dann durchaus auch erhalten und kann man eben durchaus auch mal eine Weile offen halten. Das ist immer eine gute Chance, dass sich Birkhuhnbestände auch lokal wieder aufbauen. Die Probleme durch die Prädation sind die gleichen wie beim Auerhuhn. Also auch hier wieder der Fuchs, das Schwarzwild und der Habicht. Das Birkhuhn passt eigentlich wunderbar in das Beuteschema des Habichts, auch die erwachsenen Birkhühner. Und auch beim Fuchs ist das natürlich, der auch in den Lagen des Erzgebirges durchaus in den oberen Lagen vorkommt. Und auch gerade der Fuchs hat natürlich, ist ein Nahrungsgeneralist. Man könnte also sagen, gut, der Fuchs wird, wenn das Birkhuhn selten ist, sicherlich nicht viele Birkhühner erbeuten. Das stimmt nur teilweise, weil nehmen wir zum Beispiel mal an diese Moore, auch gerade die wiedervernässten Moore, dort hat der Fuchs natürlich mit seiner Hauptbeute es schwer. Also den Mooren, die sind nass, da kommen keine großen Mäusebestände drin vor. Und im Moor wird er dann sehr schnell eben auf andere Arten, die verfügbar sind wie das Birkhuhn, auch umsteigen, weil eben die Hauptbeutetierart Maus in diesen Lebensräumen fehlt. Das sind Dinge, die man eben diskutieren muss und deshalb eben auch gilt beim Auerhuhn und beim Birkhuhn auch, wenn man wieder Ansiedlungsprojekte plant oder auch Stützungsprojekte plant, dann wird man natürlich nicht um eine intensive Prädatorenreduktion auch umhinkommen. Für den Habicht ist das in Deutschland sicherlich so jetzt nicht vorstellbar, eher aus naturschutzpolitischen Gründen. Fachlich gesehen gäbe es da sicherlich auch Möglichkeiten. Allerdings Fuchs und Schwarzwild sollte dort auf jeden Fall lokal deutlich reduziert werden. Ich sage bewusst lokal, weil wir werden weder das Schwarzwild noch den Fuchs in der Gesamtfläche mit jagdlichen Methoden zurückdrängen und mit letztendlich auch tierschutzgerechten Methoden. Aber lokal ist das auf jeden Fall machbar und als Begleitmaßnahme für Birkhuhn Wiederansiedlung oder Birkhuhnschutz sicherlich sinnvoll. Auch hier sind die Probleme durch die Störungen im Winter sehr häufig durch Waldbesucher oder durch Besucher dieser Flächen. Und unabhängig davon ist eine nachhaltige Nutzung dort, wo das Birkhuhn noch in größeren Beständen vorkommt, im Alpenraum, durchaus möglich. Ist allerdings auch hier in Deutschland derzeit nicht der Fall, aber in anderen Alpenanrainerstaaten wird es auch nachhaltig nach sehr intensiven Monitoringverfahren und Zählungen bejagt. Ja, wir kommen
Zu den Details beim Bierkuchen zum Management, auch hier wieder Verweis auf das Semester Wildtiermanagement im fünften Semester. Wir kommen jetzt zum Haselhuhn. Das Haselhuhn ist die dritte von den vier Raufußhühnerarten, die ich Ihnen vorstellen möchte. Haselhühner sind sehr weit auch verbreitet. Sie bilden eigentlich einen breiten Verbreitungskorridor, kann man sagen, der im nördlichen Eurasien oder das ganze nördliche Eurasien umfasst und bis nach Japan reicht. Das sind Arten der Taiga und der Laubwaldzone Europas und Asiens letztendlich. In Mitteleuropa auch hier deutlich fragmentierte Lebensräume, ähnlich wie andere Raufußhühner. Haselhühner sind aber auch durchaus im Flachland noch hier und da vorhanden. Raufußhühner sind Arten, die eigentlich sehr unterholzreiche, Haselhühner sind Arten, die sehr unterholzreiche Wälder besiedeln, die eine deutliche Strukturierung zeigen, also sowohl eine horizontale, also in die Fläche, als auch eine vertikale Strukturierung. Und Haselhühner sind auch eigentlich fast Charakterarten, kann man sagen, der Niederwaldwirtschaft. Niederwaldwirtschaft, das werden Sie später im Waldbau noch lernen. Niederwaldwirtschaft bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass man im Grunde Baumarten, die Stockausschläge machen, regelmäßig absägt, sogenannt, also auf, man nennt das auf den Stock setzen und dann praktisch diese Bäume wieder wachsen lässt, um sie dann zum Beispiel als Brennholz oder Ähnliches zu nutzen. Das sind Verfahren, wie wir sie zum Beispiel im Sauerland oder im Siegerland, in sogenannten Haubergen, in der Vergangenheit sehr typisch vorliegen hatten. Und das waren eigentlich auch klassische Haselhuhn-Biotope. Mit dem Verschwinden der Niederwaldwirtschaft ist sicherlich auch in vielen Stellen das Haselhuhn mit verschwunden. Und gerade die, sagen wir mal, sehr monotonen Fichtenwälder sind für das Haselhuhn eher problematisch bis hochproblematisch. Haselhühner, das ist jetzt anders als bei den anderen beiden Arten, die wir gerade besprochen haben, leben monogam und während der Fortpflanzungszeit auch territorial. Es gibt im Grunde einmal eine Herbstbalz, wo sich die Paare zusammentun. Und es gibt dann nochmal eine Frühjahrsbalz im März, wo dann die eigentliche Paarung stattfindet. Haselhühner legen in ein einfaches Bodennest etwa 5 bis 10 Eier, die dann etwa 3 bis 4 Wochen bebrütet werden. Die Küken sind Nestflüchter. Direkt nach dem Schlüpfen werden die auch von der Mutter vom Nest erstmal weggeführt, werden auch zum Beispiel gehudert, wie das bei den Birkhühnern auch der Fall ist. Jungvögel werden auch recht zügig flugfähig. Mit 3 Wochen sind die jungen Haselhühner auch flügge. Auch hier gilt bei den Haselhühnern, dass sowohl pflanzliche als auch tierische Bestandteile in der Nahrung enthalten sein müssen. Im Wesentlichen ist es aber eine Art, die von Pflanzen, von Beeren, von Sprossen, von Pflanzenteilen lebt und die Jungvögel nach dem Schlüpfen in den ersten Wochen vermehrt Insekten benötigen. Wie schon gesagt, der Bestandesrückgang beim Haselhuhn ist auch im Wesentlichen durch die Lebensraumbedingungen entstanden. Das ist eigentlich etwas, was für diese 3 Arten, die wir gerade jetzt besprochen haben, recht identisch ist. Das Haselhuhn ist eben mehr der Verlierer der Fichtenwirtschaft, das ist mehr die Art der strukturreichen Laubwildbestände und der traditionellen forstlichen Wirtschaftsweisen. Auch das Haselhuhn hat die Probleme mit der Prädation und die Probleme mit den Störungen. Ein weiterer Punkt bei den Haselhühnern ist die Frage der Temperatur, der Witterung. Gerade nasskalte Phasen zur Schlupf- und Aufzuchtzeit der Küken, das gilt übrigens auch fürs Birkhuhn und fürs Auerhuhn, sind problematisch und können dann auch ganze Gesperre tatsächlich nicht aufwachsen lassen. Also die sterben dann wirklich an Unterkühlung. Und wir haben ja im Moment, Stichwort Klimawandel, die Frage vor uns, wie es denn mit der Witterung weitergeht. Klimawandel wird ja immer gerne mit Erwärmung in Verbindung gebracht, wobei wir eben auch wissen müssen, dass das eben nicht zwangsläufig und überall im Detail so sein wird. Zum Beispiel gibt es durchaus auch Untersuchungen aus den letzten 100 Jahren, wo man festgestellt hat, dass gerade hier in Mitteleuropa in vielen Regionen, nicht überall und auch vielen Regionen in Deutschland, gerade die nasskalten Spätfrühjahre und Sommer eher zugenommen haben.
Und das ist natürlich von der Witterungsseite dann her auch für die Raufußhühner, auch gerade die Haselhühner, ein Problem. Das andere Ende sind die sehr kalten Winter. Haselhühner leben in harten Wintern mit hohen Schneelagen, ziehen sich gerne in solche Schneehöhlen zurück. Das machen die Raufußhühner generell gerne. Die Schneehöhlen sind also sehr stark isolierend natürlich und schaffen es eben auch, die Tiere gut über den Winter zu kriegen. Trotzdem können eben lange, heftige Winter, gerade in Sibirien, mit extremen Minusgraden dann auch zu starken Verlusten im Winter führen. Auch das ist natürlich ein Thema, wo wir uns fragen müssen, in welche Richtung geht es mit der Witterungssituation im Klimawandel? Werden solche extreme Ereignisse wie extrem kalte Winter auch häufiger? Das ist eine Frage, die im Moment niemand so deutlich beantworten kann. Aber das ist sicherlich ein Risiko, welches diese Tierart hat. Die vierte Raufußhuhnart zum Abschluss, das Alpenschneehuhn. Das Alpenschneehuhn heißt zwar Alpenschneehuhn, ist aber eigentlich eine Art der holarktischen Tundren. Es ist bei uns ein Reliktvorkommen hier in Mitteleuropa in den Alpen, verblieben sozusagen aus der letzten Eiszeit. Ich könnte mir das so vorstellen, dass die Gletscher der letzten Eiszeit praktisch von Skandinavien bis an die Alpen herangereicht haben, dass große Teile Mitteleuropas unter Gletschern auch gelegen haben. Und als die Gletscher sich zurückgezogen haben, haben Alpenschneehühner im alpinen Bereich selber in den Höhenlagen überleben können, weil sie dort konkurrenzfähig gegenüber den anderen Tieren, die dann diese Region langsam besiedelt haben, waren. Und dann praktisch ihr angestammtes Verbreitungsgebiet in Skandinavien haben, aber in den Alpen letztendlich diese isolierte Population verblieben ist seit der letzten Eiszeit. Wir sprechen also von einem sogenannten boreo-alpinen Verbreitungsgebiet. Das hatten wir auch schon beim Schneehasen kurz besprochen. Im Übrigen ist das Alpenschneehuhn einmal zirkumpolar auf der Nordhalbkugel verbreitet. Das Alpenschneehuhn ist ja eine Fortpflanzungsbiologie, ist auch wieder ein bisschen speziell. Das heißt also, auch Alpenschneehühner sind tendenziell monogam während der Brutzeit. Das ist aber nicht überall so. Das ist in den Alpen wohl zum großen Teil so. Aber in Skandinavien gibt es auch durchaus Berichte, dass eben in einem Territorium eines Hahns, in einem Brutrevier, auch mehrere Hennen von diesem Hahn getreten werden und dort brüten. Das heißt also, wir haben bei den Raufußhühnern alles. Wir haben einmal das klassische Polygame bei Auerhuhn und Birkhuhn. Wir haben das Monogame beim Haselhuhn, zumindest über die Brutsaison. Und wir haben beim Alpenschneehuhn je nach Region auch unterschiedliche Situationen. Ausgesucht wird das Brutrevier vom Hahn und die Henne ist dann eher mit dem Nestbau und dem Brutgeschäft dann letztendlich zugange. Die Balz ist auch ganz interessant, findet vor allen Dingen abends in der Dämmerung und auch zum Teil nachts statt. Die Gelege umfassen etwa 3 bis 11 Eier. Und diese werden dann zwischen 3 Wochen und 24 Tagen etwa bebrütet. Interessant ist auch, dass sich solche Familienverbände, wie sie dann nach dem Schlüpfen der Jungen bestehen, bei allen Raufußhühnern, beim Alpenschneehuhn, das ist die Besonderheit, zu recht großen Verbänden, auch aus mehreren Familienverbänden bestehend, zusammenschließen. Das geschieht dann ab August, September, also schon eigentlich im Spätsommer, wobei wir natürlich im hochalpinen Verbreitungsraum der Winter natürlich auch schon sehr viel früher einsetzt als im Flachland. Zur Ernährungsbiologie gibt es auch eine kleine Besonderheit. Das Alpenschneehuhn ist eigentlich diejenige Art, die im Wesentlichen pflanzliche Nahrung benötigt. Das heißt also, diese tierischen Nahrungsbestandteile, wie wir sie bei den anderen Raufußhühnern beobachten können, spielen dort eine ganz geringe Rolle. Und interessanterweise spielt das auch bei den Küken keine so große Rolle. Das ist die Besonderheit in der Ernährung. Zum Management des Alpenschneehuhns kann man eigentlich auch ganz klar sagen, diese Tierart gilt als nicht gefährdet, sowohl im alpinen als auch im borealen Verbreitungsgebiet. In Deutschland wird es derzeit nicht genutzt. Wir Deutschen sind insgesamt in der Nutzung dieser Tiere eher etwas zurückhaltend. In anderen europäischen Ländern, ob das nun einige österreichische Bundesländer sind, Schweiz, einige Kantone sind, Südtirol beispielsweise, findet eine nachhaltige Nutzung in Form von Bejagung statt. Das Alpenschneehuhn ist eine Art, wo wir eben auch wieder sehr kritisch die Frage der Folgen von Klimawandel diskutieren müssen und diskutieren sollen.
Da gibt es auch verschiedene Herangehensweisen gedanklich. Zum einen kann man natürlich sich vorstellen, klar, eine Art eines hochalpinen Lebensraums wird natürlich besonders heftig von solchen Änderungen betroffen sein. Und es gibt durchaus Stimmen, die sagen, dass das Alpenschneehund möglicherweise in den Alpen große Probleme kriegen wird, wenn wir eine Erwärmung im Mittel zum Beispiel um 1 oder 2 Grad Celsius oder 1 oder 2 Kelvin erreichen. Auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich überlegen, wir haben in den Alpen einen Temperaturgradienten, der von Natur aus da ist. Wir können grob orientierend sagen, dass pro 100 Höhenmeter es um 1 Kelvin, also um 1 Grad Celsius, kälter wird nach oben hin. Und das bedeutet natürlich auch im Umkehrschluss, wenn wir sagen, wir haben eine Erwärmung im Mittel des Klimas in Mitteleuropa um 1 bis 2 Grad, das sind ja die Zahlen, die im Moment diskutiert werden, dann würde das heißen, dass sich im Grunde Lebensräume von Tieren im hochalpinen Raum eigentlich gar nicht so sehr verschieben, sondern dass sich die im Grunde maximal um vielleicht 200 Höhenmeter aufwärts dann in dem Falle verschieben würden. Das würde natürlich eine Verkleinerung des Areals bedeuten und auch eine ganz schon deutliche Verkleinerung des Areals. Aber man könnte damit argumentieren, die Art wird uns sicherlich nicht ganz verloren gehen. Sie wird einfach nur sich etwas weiter nach oben zurückziehen, etwas weniger häufig werden, während solche Probleme möglicherweise im borealen Verbreitungsgebiet viel, viel deutlicher in Erscheinung treten, weil da natürlich an dem relativ flachen Verbreitungsgebiet solche Temperaturveränderungen sehr viel größere Flächen letztendlich auch betreffen würden, als das in den Alpen der Fall ist. Das vielleicht zum Schluss nochmal als Denkanstoß, als Hinweis, dass wir solche Fragen, gerade wie sie Phänomene wie Klimawandel oder menschliche Eingriffe betreffen, immer sehr kritisch diskutieren müssen und eigentlich auch immer kritisch hinterfragen müssen und auch vermutlich mehrere Szenarien in der Diskussion letztendlich weiter verfolgen müssen. So, das war's zu unserer Biologie und Ökologie der Wildtiere. An dieser Stelle bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit während des Semesters und wünsche zunächst mal vollen Erfolg für die anstehenden Prüfungen und allen anderen, die nicht zu unseren Studierenden gehören, wünsche ich eine schöne Zeit und wir werden versuchen, auch in Zukunft mit der einen oder anderen Veranstaltung hier online präsent zu sein, dass Sie auch da weiter am Ball bleiben können. Schönen Dank und bis bald.